So, liebe Zuschauer, der Camper Thomas ist zurück. Und wenn ihr euch erinnern könnt an den Eingang dieser Messe, beziehungsweise an den Anfang, da habe ich das schon mal gefilmt und das ist ja eine Wahnsinnsaussage. Ich wollte unbedingt das Geheimnis lüften und das werde ich heute tun. Ich bin gemeinsam hier mit dem Camper Sascha von Wir sind Camper. Das heißt, auch auf seinem Kanal wird dieses Video zu sehen sein. Und jetzt begebe ich mich mal zum Sascha. Und wir gehen dann gemeinsam zum Lupo, der das Geheimnis lüftet und für uns alles auflöst. So. Männer, hallo Lupo. Hi, grüß dich. Hallo Lupo. Servus. Die sind hier. Jawohl. Hallo, Männer. Alles echt. Ja, wir haben hier mal geguckt, wir hatten hier mal gesprochen gehabt, 1000 Liter Wasser. Ja. Unfassbar. Und jetzt wollen natürlich alle wissen, wie soll das funktionieren. Und dann haben wir gedacht gehabt, der es uns sagen kann, bist du. Sprechen wir drüber. Ist total einfach. Nur ein 1000 Liter Tank drunter schieben, hat sich. Das ist super. Ja. Das war am Anfang tatsächlich so. Ich habe mir mal versucht, die Tankgröße vorzustellen. Ja. Und habe mir dann gedacht, naja, ich weiß nicht so recht, da muss was anderes dahinter stecken. Das ist richtig, ja. Also im Prinzip, wir machen Wasserfilteraufbereitung, also Trinkwasseraufbereitung über spezielle Wasserfiltration. Und die 1000 Liter sind dadurch bedingt, dass ich im Prinzip das Grauwasser aufbereiten kann zu Frischwasser. Okay. Und nach 1000 Liter muss ich die Anlage spülen, sprich einfach mal refreshen. Und dann kann ich sie weiter nutzen. Und deswegen diese 1000 Liter Frischwasser on board. Dann direkt die erste Frage von mir. Du sagst, nach 1000 Litern spülst du die ganze Geschichte einmal. Das heißt, da musst du noch nichts neu haben, irgendwas. Du spülst sie nur. Ich spüle sie nur, erstmal. Wie oft kann ich sie spülen? Du kannst zehnmal sie spülen. Das heißt, ich kann so um die 10.000 Liter Frischwasser im Prinzip generieren. Je nachdem natürlich ganz klar, wie belastet es ist. Ja, das ist aber logisch. So, roundabout. 10.000 Liter, genau 14 sein, aber so ist da so die Größenordnung, wie man dann einfach nochmal durchspülen sollte. Und gespült wird ganz einfach mit frischem Wasser. Nicht mit Abwasser, sondern frischem Wasser. Und danach kann es wieder losgehen. Sensationell. Das klingt nach einem wunderschönen Traum. Der Traum ist wahr geworden. Ja. Kannst du uns was dazu sagen, wie das Ganze funktioniert? Sehr gerne. Und zwar grundsätzlich ist so, Filtration, ich habe eine Filterpore, ich habe einen Schadstoff. Ja. Und je kleiner die Pore, umso mehr Schadstoffe können zurückgehalten werden oder Begleitstoffe im Wasser. Ja? Mhm. Und hier können wir uns vielleicht mal anschauen. Ich habe das Grauwasser. Und es ist so, dass das Grauwasser auch schwach wäre und die Gravitation nehmen kann, sondern im Prinzip muss ich einen Druck erzeugen nach dem Grauwasser. Das mache ich mit einer Tauchpumpe zum Beispiel. Ja? Okay. Tauchpumpe reicht? Tauchpumpe reicht. Ja, ich brauche hier 2 Bar Druck ungefähr, okay. Ja, je nachdem wie schnell es auch durchlaufen soll, aber so, dass es funktioniert. Reicht eine Tauchpumpe absolut aus. Ja? Wenn du schneller haben möchtest, effizienter, da brauchst du eine höhere Druckpumpe, eine Membranpumpe beispielsweise, dann geht es etwas schneller. Also es ist egal, ob du könntest auch eine Druckwasserpumpe nehmen, du kannst eine Tauchpumpe mit genügend Leistung einfach nehmen, die du dann, so wie ich es jetzt verstehe, einfach so wie in den Frischwassertank halt einfach auch mit in den Grauwassertank machst. Genau so ist es. Ja? Da wird Sediment vorfiltriert, sodass einfach die groben Partikel zurückgehalten werden. In der Regel, wenn ich jetzt die Tauchpumpe habe, kommt so eine Art Socke drüber, ja, wie eine Tennissocke oder sowas. Und dann aus Sediment fließt und dann läuft das Wasser hier, wird angesaugt von der Pumpe, durchgedrückt durch den ersten Filter, das ist ein Aktivkohle-Block-Vorfilter. Dann geht es hier weiter in das Herz des Ganzen, das ist eine Umkehrosmose-Filtration, eine Membrane, die im Prinzip sehr, sehr, sehr feine Poren hat, ist eine Wickelmembrane und das Wasser läuft hier durch und was es hier durchschafft, ist sauberes Wasser, bleibt auf der Sauberwasserseite. Das andere, das Konzentrat, bleibt hier entsprechend auf der Dreckwasserseite und wird wieder ins Abwasser geführt. Ja? Ach, wie cool. Es ist aber so, dass ich hier ungefähr 50-50 Ausbeute habe. Das heißt, hier passiert nicht, dass es irgendwann mal Gelee-artig wird oder gelartig, ja. Sondern einfach, ich habe immer noch hier genügend Flüssigkeit, um die hier wieder zurückzuführen und auch abführen zu können. Okay. Wahnsinn. So. Dann Frischwasserseite geht es hier entsprechend weiter. Und als Nachfilter funktioniert nochmal ein Aktivkohlefilter und danach
nochmal eine Ultrafiltrationsmembrane für Viren, Keime, Bakterien etc. pp., dass die nochmal hier zurückgehalten werden und dadurch habe ich hier entsprechend Frischwasser in meinem Frischwassertank. So. Das Ganze in einem System? Das Ganze hier in einem System. Ich habe eine Filterleistung, die liegt ungefähr so bei 20 Liter pro Stunde, okay. Ja, was quasi revitalisiert wird. Und kann ich auch wiederum beeinflussen, etwas durch den Druck, durch Membrangrößen. Aber das ist so die Größenordnung, wie es funktioniert. Ja? Unglaublich. Also, dann wird man wirklich mal autark, ne? Weil du bist absolut autark, ja? Ich meine, 20 Liter pro Stunde kannst du machen während der Fahrt. Oder du kannst du machen, wenn du parkst und irgendwo unterwegs bist, wandern, wie auch immer. Der arbeitet vor sich hin und schaltet dann entsprechend ab, wenn er durchproduziert hat. Oder du sagst auch mechanisch, sagen, jetzt reicht's mal, ja? Genügt mir das Wasser. Das ist... Das heißt, genau, du hast während der Fahrt, lässt du die Pumpe laufen. Kannst du machen. Dass der da immer weiter durch richtig schiebt und dann halt das, was wieder zurückgeschoben wird, holt er sich ja nachher dann wieder. Und korrekt. Du hast dann im Endeffekt, wenn du dann, keine Ahnung, ein paar Stunden gefahren bist, weil du von einem zum anderen Ort... Ja, hast dann Frischwasser wieder aufgefüllt. Und während der Fahrt. Während der Fahrt, möglich. Das ist unglaublich. Weil so einen langen Schlauch, um nachzufüllen während der Fahrt, gibt es nicht. Deswegen ist da. Ja, sag mal ehrlich, wer kann denn bitte sagen, ich habe meinen Frischwassertank. Du kannst einen WLAN-Schlauch nehmen, ja? Ich habe meinen Frischwassertank während der Fahrt aufgefüllt. Ja. Richtig. Ja. Absolut unglaublich. Und ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen. Bei der Autarkie schauen wir immer ganz verbissen auf den Strom. Ja. Aber der beste Strom nützt mir nichts, wenn ich kein Wasser mehr habe. Das ist richtig. Ich habe hier auf 12 Volt entsprechend roundabout 5 Ampere Spannung, was ich hier brauche für das System. Gut, aber wenn du zum Beispiel, wie du sagst, schon während der Fahrt, das einfach ist das total egal. Das ist total egal, ja. Das fällt ja nicht ins Konto, also das merkst richtig. Du ja nicht. Richtig. Und deswegen ist das ein super System. Absolut, es kann auch kundenbezogen entsprechend angepasst werden. Das heißt, wenn einer kommt und sagt, hey, ich plane Expedition, bin so und so lange autark, ich habe das und die Versorgung an Bord, ich habe das an Frischwasser, ich habe das an Abwasser, was können wir tun? Da arbeiten wir auch mit dem Kunden ein Konzept zusammen. Das heißt, du hast ja diese Kartusche und die kannst du dann, das System baust du fest ein. Ja. Und nachher tauschst du dann einfach die Kartusche aus und fertig? Richtig. Das heißt so, nach den 10.000 Liter wird komplett dieser ganze Satz gewechselt, ja. Der neue rein und weiter geht's. Jetzt muss ich natürlich die Frage aller Fragen, weil das wird auf jeden Fall kommen, wo liegt man da preislich? Wir haben jetzt auf der Messe einen Einführungspreis, der liegt bei 1.450 Euro. Okay. Und der wird extremst gut angenommen. Also, ja, ich meine, du hast die Möglichkeit, 10.000 Liter Wasser für das Geld zu generieren. Das ist richtig, ja. Also, das stimmt. Aber es muss ja auch fair sein, ja. Das muss ja auch jedem Spaß machen, bezahlbar sein und es muss ja auch sinnbringend sein. Und dann die nächste Frage, logischerweise nach den 10.000 Litern beispielsweise, ja. Je nach Anwendung, wo liegt dann die Kartusche im Austausch? Bei knapp 200 Euro, der ganze Satz. Ja gut, aber mal ganz ehrlich, das ist ja mehr als fair, weil du hast einmal die Investition für das System. Richtig. Und nachher, dann hast du im Grunde, wenn du das einmal hast, 200 Euro für weitere 10.000 Liter genau. Wasser. Richtig, richtig. Also das ist schon Wahnsinn. Dankeschön. Nee, ja. Nee, muss man so sagen. Ja, das freut mich. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe da vorne gesehen, du hast da vorne so ein Muster. Ich habe da vorne ein Muster, ja. Können wir uns das mal gleich anschauen? Ja klar, komm, ja? Lass uns gerne mal rübergehen. Dass ihr auch mal die Größe seht von der Autark. Genau, deswegen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ist etwas kleiner als eine Schuhschachtel, so gesehen. Das System ist zunächst mal sehr leicht, also kannst du in die Hand nehmen, das wird nicht mehr als 2 Kilo sein. Ja, das ist ja super. Auch wenn es befüllt ist im Prinzip. Es ist lageunabhängig, ja, du kannst das legen. Ach, das auch noch, das heißt... Wie du möchtest. Ist egal. Ja gut, das ist ja mega, weil... Also du hast im Prinzip die Möglichkeit, ja, du das hast ist dem Filtersystem komplett egal. Du hast, das ist ihm komplett egal. Dadurch, dass sich der Druck ja komplett in den Gehäusen verteilt, ist es egal. Ja? Wahnsinn. Ja. Du hast hier oben ist entsprechend der Eingang aus dem Grauwasser. Ja. Ich habe hier den Abgang, sprich das Abwasser von der Membrane, das wieder zurückgelaufen. Richtig. Was wir eben und gesehen hier habe ich wieder die Rheinseite, die Rheinwasserseite, die entsprechend in den Frischwassertank führt. Mir fehlen die Worte, ja. Ich finde es echt. Das System ist doch mal eine wirkliche Innovation. Weil
wie wir schon gesagt haben, ein 1000 Liter Tank, kannst du schlecht unter das Auto packen. Also die, und selbst wenn du es könntest, ist nach den 1000 Litern Schluss. Ja klar. Da nicht. 1000 Liter wiegen halt, glaube ich, auch ungefähr eine Tonne. Ne? Ja, deswegen. Ungefähr, ja. Ungefähr. Also meine Zuschauer werden sich fragen, warum ich so still bin. Es sind mal zwei Gründe. Erstens redet der Sascha so viel. Nein, Quatsch. Oh. Wir haben hier jemanden, und das gefällt mir immer ganz, ganz gut, der sein Produkt astrein vorstellen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Und zum anderen muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total geflasht von diesem Produkt. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung mal alles verlinken. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachschauen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Wir leiten sie dann an dich weiter. Das wäre super, ich kümmere mich dann gerne drum. Und dann brauchen wir nicht das immer hin und her. Wir leiten sie an dich weiter und du guckst zwischendurch mal rein. Und nächstes Mal nehmen wir das mal in Betrieb, dann können wir mal sehen, wie die... Das machen wir dann beim nächsten Mal. Das ist ein super Idee. Das machen wir sehr gerne. Machen wir hier mal eine schöne, richtige Suppe, was so im Abwasser drin ist. Und gucken wir mal, was auf dieser Seite rauskommt. Wow. Da bin ich gespannt. Ja, absolut. Sehr gerne. Ja, dann so würde ich sagen, vielen lieben Dank, Lupo. Ja. Lieben, lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Prost. Mach's gut. Alles Gute. Alles klar. Bis dann. Danke euch. Ciao. Ciao.